Jo Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal LPR Lente. Und es ist wieder soweit, Five Nights at Freddy's ist am Start. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit der neuen Runde, und zwar Nacht 2. Ich wollte im Skybox aufnehmen auf Crafted, aber es ist gerade... Wie spät ist es denn gerade? Es ist gerade 10.17 Uhr und kein Schwein ist auf dem Server, also früh, weil heute streiken die Lehrer. Und dachte ich, komm, kann ich gleich aufnehmen. Und dann wird heute Abend sicherlich die Folge noch online kommen. Und es geht auch schon wieder los. Ich habe gestern nochmal aufgenommen, da ist aber wieder einmal die Videospur kaputt gegangen. Top. So. Ah, toll, der ist gleich weg. Der ist dort. Wehe, das ist jetzt ein Rusher, der gleiche. Ist immer ruhig. Vielleicht sagt er richtig wichtige Sachen und ich merke es einfach nicht. Ja, der steht dort. Ich habe... Oh, Ente ist weg. So, ich habe richtig Bock aufzunehmen. Ich weiß nicht warum. Also gestern war er so... Ah, Five Nights at Freddy's. Ich habe Bock, mich zu erschrecken. Aber das ist gerade nicht der Fall. Ich freue mich gerade richtig, wieder einmal etwas aufzunehmen. Und in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall auch mein kleiner Vlog kommen zu meinem 250 Abonnenten Special. Da wird es um Minecraft und ein Optifine Cape gehen. Vielleicht auch ein Gewinnspiel, wer weiß. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf gefasst machen, dass da etwas kommen wird. Und die Ente steht dort, der Typ steht dort, alles easy. Nur die Zeit könnte jetzt schneller rumgehen. So, und ich habe mir überlegt, um Five Nights at Freddy's ein bisschen spannender zu machen, werde ich für jeden Tod, den ich hier habe, für jeden Erschrecker, mir so einen Shot Zitrone geben, einfach um das Ganze noch ein bisschen witziger zu machen, weil ich hasse saure Sachen, ohne Witz, so Zitrone, Zitrone kann ich eigentlich gar nicht ab, das finde ich irgendwie, warum erfindet man sowas, Zitronen, das ist... Nee. Okay. No problem. Jo, und sonst eigentlich alles relativ chillig. Ich bin zurzeit im Überlegen, ob ich einen Zweitkanal eröffne. Musik spielt. Ich gleich werden die wieder rumsteppen. Ja, hab ich gewusst. Wo ist der? Alles ist wieder dort. Wo ist die Ente? Irgendwie ist die Ente weg. Da steht einer. Da ist die Ente. Gut. Hallo. Alter, doch Augenringe des Todes, ey, ohne Witze, immer mehr pennen. Chillig. Weil ich habe gehört, dreimal Hupen bringt Glück. Das habe ich nicht, aber ich habe es gerade erfunden, weil es ist so. Das habe ich gerade entschieden. Und wenn man nur wenn man dreimal hupt, dann wird man die Runde auch gewinnen. Sonst nicht. Weil das so ist. Gut. Ihr merkt, ich glaube gerade richtig viel Müll, weil ich mich gerade doch ein bisschen konzentriere. Bisschen konzentrieren muss. Und es kann doch nicht sein, dass wir jetzt seit was weiß ich wie vielen Folgen an Nacht 2. Top. Boah, Junge. Ne? Da rutscht einem doch kurz das Herz in die Hose, muss ich mal sagen. Oder sagen wir für jede Tür, die ich zumache, einen Zitronenshot. Müsst ihr überlegen, schreibt es ein bisschen in die Kommentare. Weil, da könnt ihr da so noch ein bisschen mit entscheiden. So, jetzt muss ich mal gucken, dass die Duck mir nicht hier wegrennt. Es wäre mal interessant, wie viel Energie die... Oh, die braucht doch ganz schön Energie, die scheiß Tür. Geh doch weg. Ist jetzt echt uncool, muss ich mal sagen. Also, nein, da muss ich ja nicht gucken. Obwohl, doch, der ist eben auch richtig schnell gesprintet. Aber die Ente bleibt dort. Die stayed at the place.
Er ist schon wieder weg. Was ist denn? Der, oh lol, der ist da oben. Ente dort, Bär da, alles chillig. Oder, naja, das ist halt immer... Nee, jetzt ist es ein Hase, eben was von Bär, egal. Juckt mich jetzt auch nicht wirklich. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ich für je... Weißt du, immer wenn ich irgendwas sagen will, latscht mir eine Ente oder eine Hase dazwischen. Das finde ich echt frech. Was mich auch mal interessieren würde, ob zwei Viecher... Jetzt sind Bär und Hase weg, na prima. Bär dort. Ich werde der Ente jetzt hier oder gleich in meinem Gesicht und ich jump hier wieder durchs Zimmer. Und wir haben noch gar nicht so viel geschafft an Zeit, also. Die Ente ist halt noch weg. Ich glaube, die steht hier in der Küche, wo man nicht hingucken kann. Komm, jetzt schlag doch um auf 4, ey. Bär ist dort. Ach man. Ja, 4 AM. Komm, 2 Stunden schaffen wir noch. Außer mir springt die Ente jetzt gleich an. Ente ist tot. Oh, zum Glück. Ja, und mittlerweile ist ja schon der Teil 3 von Five Nights at Freddy's rausgekommen. Ah, damn. Bin ich überlegen, ob ich mir den kaufe. Oh, Junge. Mach doch mal ruhig hier. Das ist schlimm. Top, Ente ist jetzt auch hier vorne. Hm? Klasse. Ah, komm, geh weg. Geh weg. Alter, meine Hände sind gerade so derbe am Schwitzen, ey. Junge, Junge. Ich will nicht aufmachen. Ich weiß, dass der da vorne rumhängt. Nee, wir können auch nicht gucken. Und wenn die Musik spielt, ist es kein gutes Zeichen, glaube ich. Zum dritten Mal, komm. Muss Glück bringen. Komm, 5 AM, eine Stunde, noch 11%, das schaffen wir, Leute. Wünscht mir Glück da draußen, echt. Ein Daumen nach oben ist gleich ein Glück. Jetzt legen sie mal wieder einen drauf, ey. Junge, Junge, Junge. Jetzt macht er nochmal Buh, nee. Och man, komm, die 4% Akku, das kannst du nicht bringen. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ich sehe gerade gar keinen von den Viechern. Okay, 0% Akku, das war's. Freunde, wünscht mir Glück, dass es jetzt noch um 6 wird, weil dann... Ja, Mann! Ja! Junge! Yeah! Hammer nice, Alter, ohne Witz. Ich hatte nicht. Ich hab echt keinen Bock. Okay, jetzt geht nach 3 Lust, das will ich aber noch nicht spielen. Aus. Leute, ohne Witz, ey, mir fällt gerade ein Stein vom Herzen und ich muss keine Zitrone trinken und Doppelbin. Oh, endlich. Oh, richtig übersteuert. Krass. So, wir haben nach 2 endlich wieder mal geschafft. Die hatten wir schon mal. Ich glaube, das war sogar auch mit übertimed. So, ich mache jetzt gleich mal aus. Dann bricht die Aufnahme ab. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und ein Abo.
Oder würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.